merke es einfach, ich bin einfach richtig krasser Fan von der klassischen Bühne. Auf der Tour war es ja so, es war eine 360-Grad-Bühne. Vielleicht für Fans, die da waren, klar, bisschen näher, bisschen cooler, habe ich auch in den Kommentaren gelesen, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Aber so für mich als Zuschauer ist es einfach wirklich besser, klassisch. Die Band ist vor mir und ich kann jeden von vorne sehen und nicht nur von hinten. Erstmal, ich liebe es, wenn Emily so ins Mikrofon atmet. Das klingt wahnsinnig gut. Und Mikes Bewegungen hier sind jedes Mal on point. Der fühlt einfach die Musik. Das klingt einfach so geil. Ihre freche Art, die sie hier an den Tag legt, also frech nicht negativ gemeint, passt einfach so krass da rein. So ein geiler Stimmeinsatz von ihr. Colin hier Weltklasse. Und auch wie Mike das in seinen Bewegungen verpackt, großartig. Boah, das klingt einfach so wild, das klingt so krass. Ich liebe ihr Schreien. Auch der Blick, ey, on point. Geil, ich liebe das, wenn die Bewegungen zur Musik passen. Sorry. Boah, das ist so krass, wenn die Fans mitsingen. Und hier klingt es einfach unfassbar stark. Das ist so geil, ich feiere das. Ich liebe dieses Dü, 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 Dü. Das klingt einfach so cool. 1 Million Mal gehört, immer noch für gut befunden. Boah, wie der Ton hier ausklingt und wie das trotzdem noch harmoniert zwischen Mikes Stimme und Emilys Stimme, das ist krass. We'll be right back.
klingt wirklich klasse. Ich liebe das. Mike rappt und sie singt die Töne so gefühlvoll. Das ist wirklich Schmackofatz. Ein ganz großes Dankeschön geht an Janana Bäre, Toni Wolf, Eiko, Rexen. Danke für eure Unterstützung. Ihr seid wirklich die Besten.